Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte. Wir spielen Hack und Zwängel und sind immer noch auf der Suche nach Runa. Also wir folgen ihren Spuren. Man hat was angeschlagen. Wir haben hier gerade eine Scherbe gefunden hier oben. Und ich bin gespannt, wo das ist. Ich auch. Also das scheint nicht hier oben, sondern eher seitlich Ja, wie zu immer, sein. fast immer seitlich. Aber hier Frage ist ist, wo ja seitlich? tiefer Abgrund. Ja, ist eine Gemeinheit. Ist die richtige Falle Aber eigentlich. wir waren eigentlich da unten. Verstehe ich nicht. Und da unten haben wir nur die Felswand Ja. gesehen. Und wie ist es jetzt wieder? Ja, es zeigt nach da vorne. Aber ich gehe da doch mal lieber ein bisschen runter. Mal sehen, ob ich hier was sehen kann. Einfach nur, um zu gucken. Das möchten wir auch gerne können. Wie machst du das Oh, das eigentlich? würde ich Wie machst du auch das gern. So, Lars, wie geht das? Zeichenfilzen Hier. mal? Oh, die haben es gut. Das Die könnten ist es viel doch da besser finden als unten wir. irgendwo. Ja. Was machst du jetzt? Gehst du wieder runter, oder was? Aber warum nicht? Da ist er wieder weg. Ich meine, da oben ist hier irgendwie. Ja, hier ist wieder weg. Aber hier, Naja, unten hat man es ja schon. ja, der zeigt eindeutig dahin. Ja. Äußerst merkwürdig. So. Und hier kann man ja nur drumherum laufen. Oh, klar. Kann natürlich sein, dass der Turm woanders ist. Kann auch sein, dass er da oben wirklich weitergekommen wäre. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es jetzt hier wieder. Also wird es auch, kann es hier durchaus hier unten sein. Ah, er zeigt aber die Felswand hoch. Ja, wir müssen da dort die Felsen hoch. Vielleicht geht es hier hoch. Ja, da ist noch mal eine Stufe. Ja, Da ist hier es. ist es. Ich sehe es. Genau. Ich glaube, unsere Bergsteigerin war hier. Hoffen wir mal, dass sie nicht vorhat, bis ins Frostgipfelgebirge zu wandern. Ja, Ja, es das kann sieht man aber echt nur ganz so hoffen. aus. Ja, aber es sieht so aus, stimmt. Gucken wir mal, wo ist die nächste? Ja. Ja. In dieser Richtung. Na, was bist du denn für eine? Oh, Ein müssen wir dich Schnuffler. umbringen? Nee. Wie Nee, ein Tasket. Tasket. Ein Tasket. Na, Was machst Rückzug. du? Ich bin doof, manchmal, Was müssen wir ja. denn eigentlich umbringen? Wissen wir das überhaupt? Ja, die Taste, die ich hier zum Springen benutze, die benutze ich bei Witcher zum Springen. Nein, das ist es jetzt nicht. Ich Und meine, was sind das eigentlich für Tiere, die wir umbringen müssen? Ich meine, wir müssen hier irgendwas umbringen. Was ist es, was wir umbringen? ja, was ganz Spezielles ist das Ja, und ja was ist das? wohl. Weißt du das? Hast du eine Ahnung Nee, steht davon? ja nicht. Das steht ja nur, ja, Tagebuch. Hier. Nichts berührte Kreaturen, was immer das sein mag. Können doch nicht Wir alle wissen Tiere einfach nicht. nur umbringen, auf bloßen Verdacht hin. Nee, die werden sie garantiert irgendwie markieren. Ja. Es müssen ja nichts berührte Kreaturen sein. Meinst du, wenn wir sie streicheln, sind sie schon berührt? Aha, die nächste Felswand. Ja. Wir sind ganz nah dran, aber leider etwas zu tief drunter. Hallo, bist du eine nichtsberührte Kreatur? Hoffentlich nicht, du bist viel zu Nö. niedlich. Oh, geht's hier wieder hoch? Nee, hier geht's nicht hoch.
Hier kommen wir da nicht hin. Das ist schmal. Und es hört auch viel zu früh auf. Ja. Hä? Wo ist hier was? Ach, da unten ist irgendwas. Egal, wir gehen jetzt mal hoch. Da unten ist vielleicht Silberit oder irgendwas. Höher. Na. Ist da oben ein Astrarium oder was ist das? Dieses Ding. Sieht so aus. Ja. Dort drüben. Ihr kommt genau richtig. Kämpft mit. Es ist eine würdige Schlacht. Na gut, wenn es eine würdige Schlacht ist, helfen wir ihr. Wo denn? Ja, Ach, hier. Aha. Erstmal. So, haben wir wieder alle was. Gut, wir sehen und ihr helfen. Kam, ist es nicht so. Schon. Ach, das war schon so ein Kirsch. Kehlhaut. Ja. Hallo, Runa. Oh, kein Kirscher. Was machst du denn hier, Runa? Gut gekämpft. Ich hatte schon gehört, dass Flachländer in der Gegend sind. Und ihr müsst dann wohl der Inquisitor sein, eurer Hand nachzuurteilen. Eure Base sucht nach euch. Ach ja? Oh, die Fische. Ich sollte Lina ja mit den Fischen helfen. Aber zuerst muss ich den Göttern ein Opfer bringen. Soll ich euren Namen in mein Gebet mit einschließen? Gerne, warum? Oh, ja, warum denn nicht? Es wäre mir eine Ehre, in eurem Opfergebet erwähnt zu werden. Die Geister werden sich an euch erinnern. Das ist ein kostbares Geschenk, Inquisitor. Ich denke, es wird sich als hilfreich erweisen. Für gewöhnlich schadet es nichts, ab und an mal ein paar örtliche Traditionen zu respektieren. Na gut. Die Herrin behütet den Himmel, wo die klagenden Winde wehen. Korth gewährt Zuflucht im Berge. Hakon blutige Haut und Knochen. Nehmt dieses Geschenk an, dargebracht von Runa Lürsdotten und dem Inquisitor aus den Landen der Ebene. Ich habe gerade etwas gespürt. Einen Segen? Das ist ein gutes Zeichen. Ihr bringt Glück, Herold. Faszinierend. Geister folgen nur selten dem Ruf derer, die keine Magier sind. Sie sind uns gewogen. Die Götter erscheinen nämlich nicht immer. Das werde ich Lina erzählen. Vielleicht zaubert ihr ja eine gute Geschichte ein Lächeln ins Gesicht. Hm. Magie plus eins. Magie plus eins haben wir gekriegt. Das hat sich gelohnt, ihr hierher zu laufen, ja. Na schön, dann würde ich mal speichern an deiner Stelle. Ja, das ist bestimmt nicht verkehrt. Ich meine, wir mussten noch nicht sehr oft wieder laden, aber es kann immer mal passieren. Man weiß es ja nie. Eine Trümmerhütte, nix drin. Was haben wir denn hier? Knochen. Ja, reichlich Knochen. Ja, ist ein altes Land. Knochen werden hier vielleicht nicht vergraben. Wohl nicht. Na, dann gucken wir, was haben wir denn noch so alles auf der Karte? Ja, ja, tatsächlich ein Astrarium. Ach ja, lass uns mal was anderes machen. Astrarium finde ich mal so langweilig. Ja, was machen wir denn dann? Ich lauf uns nicht weg. Ja, können wir hier die Ecke abgrasen? Ja, genau. Was meinst du dazu? Sollen wir uns die Dinger holen hier? Dann gehen wir mal wieder zum Lager. Wo soll dieses unberührte Dich sein? Gibt es da auch einen Marker ich glaub, für? Das war das, ja. Gut, ja, können wir als erstes machen. Sowieso ja? Gut, ja. Gut, dann gehen wir zum Lager und dann den Weg wieder, wie gehabt, hier runter und dann darüber. Ja. Also gibt es hier auch Astrarien und ja, interessant und Scherben. Mhm. Na, das ist der jetzt. So, das ging hier rum. Ach, und da ist schon wieder einer. Wer bist du denn, hä? Der uns Zutaten bringen möchte. Ach, du bist ja so ein Gurgut.
Lass das. Gurgut. Ja. Bin ich hier noch zu früh? Sieht so aus, oder? Nee. Nee, bin wohl doch schon richtig. Oder? Wie kann es hier nur so dunkel sein? Ja, finde ich schon ein bisschen zu früh. Wir sind hier irgendwie im Schatten. Ja. Ich komme nicht mehr weg. Ach, das ging ja sogar. Eine Stufe tiefer. Glück gehabt. Na, ist gut, dass man ab und zu doch speichert. Ja. Hätte ja auch sein können, dass du nicht mehr wieder zurückkommst, denn das wäre blöd gewesen. Das wäre ganz blöd. So. Ihr. Wer ist das? Colette. Ach ja, Colette. Läuft du denn hier? Hier rum. Sei vorsichtig. Ah ja, jetzt sind wir wieder hier. Und das war ein Stück dahinter. Oben oder unten? Das sieht ja nach oben aus, hä? Ah, da kann ich aber nicht hoch. Kannst du nicht rüber, ist zu dick. Das ist zu hoch. Wie kommst du denn weiter? Ich möchte mich für das, was ich zu euch gesagt habe, entschuldigen, Blackwall. Aber ihr hattet recht. Ich habe es verdient. Es gibt da eine alte Redensart meines Volkes. Der Heiler hat die blutigsten Hände. Ihr könnt eine Wunde nicht behandeln, ohne zu wissen, wie tief sie ist. Und Schmerz lässt sich nicht heilen, indem man ihn verbirgt. Ihr müsst ihn annehmen, müsst das Blut akzeptieren, um etwas zu verbessern. Den ersten Schritt habt ihr gemacht. Das ist immer der schwierigste. Na gut. Na. Finde ich ja sehr nett, dass du das jetzt, Ja. Den Onkel zu übernimmt hat. Irgendwie etwas abenteuerlich, der Weg ja, hier. Zum Glück ist es nicht so tief hier. Das Wasser. Ja, ist ja halt ein richtiger Abenteuerwald. Oh, da hinten ist wieder ein Riss. Nett. Seichtgebiete sind das hier. Ja, toll. Jetzt sind wir oben. Ja, das ist halt wieder so ein... Und ja. Die Viecher sind wahrscheinlich unten. Ja, das werden wir dann sehen. Ja, das sind die. Da. Ja. Die ja, sind toll. Es. Ganz toll. Ja, jetzt sind wir mühsam wir so nicht hingekommen. Hier hochgeklettert. Ja, aber vielleicht wären wir sowieso nicht da anders da hingekommen. Wir müssen da unten. Wir müssen jetzt einen Weg nach unten finden, von hier aus. Nee. Wie du meinst. Nee. Oder doch? Also, du sagst mal nein, bevor du auch was ausprobiert hast. Ist dir schon mal aufgefallen? Nö. Ja. Ich meine, klar, mag sein, dass du hier nicht runterkommst, ja. Aber es gibt halt auch Täler, in die du nicht einfach so reinkommst, so auf dem direkten Weg. Wo du manchmal halt auch einen Berg überwinden musst, um da hinzukommen. Hier sind ja schon wieder jede Menge Knochen. Ja. Wir sind gleich wieder im Suchen. Hier ist auf jeden Fall irgendwas, was man angreifen kann. Wir sind jetzt erheblich tiefer auf jeden Fall. Ja. Von daher. Kannst du ihn jetzt auf den Kopf springen und ihn dann verhauen? Jetzt geht. Kann man sich selbst auch einstellen. Wenn das ist so hell, ich meine, dass es hier auch kommt. Also, dass es hier gemeint ist, dieses Tier. Aber wir müssen ja mehr als nur eins besiegen. Nicht nur mehr. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das sehen wir ja gar nicht.
Und jetzt gibt es eine Pause. Du musst ja mal nachdenken, wo man als nächstes drauf haut. Von hinten. Ja, du hast ja die Wahl. Naja, er steht ja auch wie unten. Ja. Ich schon. Na, das scheint irgendwie nicht mehr der Richtige zu sein. Nö, das ist überhaupt. Die 2000 Punkte machen ihm auch nichts aus. Also der ist schon. Hey, da ist der nächste da. Ne? Hier sind ein paar andere rot. Der hat 128.000 Punkte, ja. Wie ein Drache. Sag mal, sehe ich da noch andere rot? Ja, ich sehe noch andere rot. Das sind noch mehr Punkte, ja. 3 Stück. Kein Wunder. Jetzt stirbt meine Freunde müssen ja auch andere einschmettern. Oh, jetzt das ist eins sie. Der Tiere, die der Jagdmeister. Ja, ja, gut. Aber wir haben andere Feinde. Viele Orte bereist, an denen der Schleier dünn war. Cool. Und da halten sich locker während ein paar Abonnenten rumrennen, oder? Oh, wir nehmen das erstmal. Oh, ja. Sind wir schon hier? Ja. Dann nehmen es halt nicht, kämpf, aber mach irgendwas. Das sind die, dachte ich mir schon, dass Hakoniten sind. Sah nämlich so aus, sie waren. Ja. Einer weniger! Keiner mehr übrig. Nee. Großes Waffel, freut sich ja diesmal. Jetzt können wir erstmal wieder gucken, ob das Ding hier findet. Die Falle ist ein bisschen spät hochgegangen. Ja. Du wolltest noch die Gurgut-Ding so holen. Du hast ja noch nicht gesammelt, oder? Oder hast du es gesammelt? Hab ich. Ehrlich? Ja. Na gut. Dann müsst ihr das. Nee, wir müssen 3 Stück insgesamt. Ja. Ich dachte mir doch, ich hätte irgendwas 3 gegeben von wegen so. Den, ja, das irgendwie zählt. Aber ich hab hier was gesehen. Hab ich das richtig gesehen? Was denn? Nichts berührte. Gurguthaut. Ja, das ist doch das, was wir mitbringen müssen. Ja! Nein, ja. Das ist nicht das. Ihr! Bei erzielten Treffer 5 Block. Warum ist es nicht das? Das war doch ein Gurgut, den wir da getötet haben. Wir haben die Gurguthaut gefunden. Die müssen wir abgeben. Weißt du, die müssen wir abgeben? Die will ich aber nicht abgeben. So einfach ist es viel zu schön, um sie abzugeben. Ja. So, dann guckt man mal. Jagdtrophäen. Hier ist eine Scherbe. Ja, Scherben wollen wir ja auch. Aber haben wir keine Markierung mehr? Was ist das denn? Warum gibt's hier keine Beschreibung? Nichts. So lustig. Ja, keine Ahnung. Ja. Hier ist Colettes Ziel. Ja, na gut, da gucken wir mal nach der Scherbe. Wenn wir schon hier unten rumkrauchen, dann können wir auch nach der Scherbe da hinten. Man kann es auch ein bisschen sehen. Kein Marker mehr haben. Das ist ja sowieso eigentlich ein Gebiet. Ja. Was ist hier? Das ist vermutlich Felandaris, hä? Ja, ist Felandaris. Wir nehmen alles mit. Sonst weine ich hinterher wieder, wenn ich die Sachen brauche und nicht hab. So ist es. Weil war ja so viel da, lohnt sich ja nicht. Und von Felandaris ist sowieso nicht viel da. Hier gibt's auch nicht viel davon. Hier gibt's sowieso nicht viel. Das ist relativ spärlich an. Ja, Pflanzen. Stimmt. Och nö. Och Leute. Was denn? Da oben. Was ist denn? Ja, wie soll ich da wieder hinkommen? Ja, ich muss erstmal alles angucken und dann kommst du vielleicht. Wo bist du denn? Oh weia, der stört sich auf diesen kleinen da. Auf den Tusket. Stimmt's?
und frisst ja. ihn. Aber wir wollen ihn trotzdem umbringen, weil er uns nämlich auch als nächstes angreift. Ach, den Flussfischer oder wie die heißen. Ach, das ist alles ein Flussfischer. Der Flussfischer würde uns jetzt auch was tun. Ja, der ist jetzt auch, klar, den hast du ja auch erwischt. Mhm. Da kann man leider nichts machen. Ja, ich würde ihn ja laufen lassen, aber... Nee. Jetzt stehen sie da und warten. Ja, kann man nichts machen. Kann man gar nichts. Na gut, wenn ja hier dieser ungleiche Kampf zu Ende ist, dann werden wir Schluss machen. Ja. Und der ungleiche Kampf ist zu Ende, das ging richtig schnell. Und wir haben ja mal vieles ja. Leder, aber trotzdem, so viel brauchen wir auch wieder nicht, dass wir die jetzt alle hinmachen müssen. Gehärtete Burg, traut es das hier, was du jetzt brauchst. Ja. Wie soll ich da denn raufkommen? Da auch Leute. Hey, wir machen jetzt Schluss. Na sind gut. Doch wieder Feinde. Dann fangen wir wieder ja, mit dem Kampf gut, an. Gut. Blöd. Okay, ja. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ja. Tschüss. Ciao.